Ganz gemütlich präsentierten sich die Österreicher. Der Wundersturm aus der Zeit vor der WM, ein laues Praterlüfterl. Polster, Ogris, Rodax. Das Trio harmlos der WM. Das einzig Muntere, der Wiener Schmäh. Es ist, glaube ich, so, dass da bei dieser WM noch keiner seine Marktform erreicht hat. Das muss man schon auch sagen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich meine, ich probiere halt immer das Ganze aus meiner Sicht zu sehen. Ich kann mir eigentlich nichts vorwerfen. Wir haben sehr gut trainiert. Ich habe gelebt wie ein Heiliger. Ich habe eigentlich wirklich alles da, damit ich da zu dem Tag halt hundertprozentig fit da bin. Ich fühle mich auch körperlich gut, aber es geht halt nichts. Offensichtlich die falsche Lebensweise. Bei solchen Fehlern wie hier gegen die GSFR war das Ausscheiden vorprogrammiert. Stille Trauer bei den Fans. Rot, schwarz, rot. Ohne Interesse irgendwie gespielt, das hat man richtig gemerkt. Sogar ganz oben, wie wir gesessen sind. Und dann, die waren so faul, so lauffaul. Man muss sich, als Österreicher, wenn du dich da engagierst, fährst runter, nimmst die ganzen Kosten auf dich. Du möchtest dann für sich eine nette Partie sehen und erhoffst dir doch also einen Einsatz wenigstens oder so, nicht? Einen Siegeswillen. Und dann siehst du das. Da musst du irgendwie schauen.